Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Episode in Let's Talk About. Mal schauen, wo wir heute landen. Sex, das Thema Weiblichkeit. Ganz herzlich willkommen, liebe Marcella Kohlmann-Helmerich, zu unserem Frauentalk heute. Liebe Marcella, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und was du tust, damit die Zuschauer gleich mal wissen. Und korrekt gesagt muss ich natürlich sagen, Dr. Marcella Kohlmann-Helmerich. Also, ich bin Dermatologin in München, bin 52 Jahre alt, bin verheiratet, habe mit meinem Mann Christian einen 11-jährigen Sohn und zwei Kinder, die sehr viel bei uns sind aus erster Ehe von ihm. Und ein Hund, der bei uns im Haus ist. Und ich habe hier um die Ecke vom Haus, 5 Minuten Walking Distance, eine gut laufende dermatologische Privatpraxis, wo ich sehr viel Schulmedizin mache, auch viel kosmetische Behandlung, aber eben aufgrund der unbefriedigten Therapie in der Schulmedizin mich vor ein paar Jahren angefangen habe, mit alternativen Heilmethoden auseinanderzusetzen und jetzt eben auch so einen Zweig aufgebaut habe, wo ich meine Patienten mit alternativen Heilmethoden, Entspannungstechniken berate und versuche, ihnen Tools an die Hand zu geben, wie sie sich selber helfen können. Super. Für den Laie wie mich, womit kommen die Menschen zu dir? Alles, also die ganze Bandbreite. Also wir haben relativ viele ältere Patienten hier, die kommen mit Hautkrebs, Hautkrebsvorstufen zu uns. Ich habe viele Patienten mit Neurodermitis, das ist zum Beispiel ausgesprochen schwierig zu behandeln. Da habe ich eben auch den Drang verspürt zu sagen, also immer nur eine Tube Cortison, das kann es ja jetzt nicht sein, da müssen wir nach anderen Methoden suchen. Ich habe sehr viel allergologische Patienten, wir machen auch viel eigene Allergiediagnostik. Wir machen wie jeder Dermatologe natürlich auch Laserbehandlungen, ein paar Schönheitsbehandlungen, aber mein Schwerpunkt liegt schon auf der Medizin. Also ich habe mehr Interesse an der medizinischen Therapie als an diesen ganzen kosmetischen dermatologischen Behandlungen. Und nicht nur in der medizinischen Richtung, sondern natürlich auch, so wie ich dich kennengelernt habe, Marcella, in der ganzheitlichen Ebene, sodass du also nicht einfach nur Salben draufhaust, sondern wirklich schaust, was ist das Ganze. Ich sage mal, wie bei uns im Frauenkreis, oder Geist, Körper, Seele, eine Einheit, und so ist es ja beim Arzt auch, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Ich sage meinen Patienten immer, es gibt für mich 3 Psychoeffektororgane: Haut, Magen und Rücken. Das sind eigentlich so die 3 häufigsten Punkte, wo wir Sollbruchstellen haben. Und wenn wir eben Stress haben oder psychische Themen haben, wo das gerne mal rauskommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Ärzte uns auch damit befassen, wie wir unseren Patienten ein ganzheitliches Konzept anbieten können. Super. Also, wenn du irgendwas in dieser Richtung hast, ich kann die Marcella nur empfehlen. Sie ist mega, mega, mega kompetent. Eine ganz tolle Frau, offen für Neues, und ich finde diese Kombination von eben Schulmedizin und, weiß nicht, sagt man alternative Medizin oder ganzheitliche Medizin, wie auch immer, finde ich das klasse. Also ich finde das sehr klasse. Du bist in München? Ja. In München, also, und das ist definitiv auch mal eine Fahrt wert, um nach München zu gehen, wenn es ein spezielles Anliegen gibt, wo du denkst, da könntest du richtig sein. Ja, Marcella, Entschuldigung. Dankeschön, Ute. Ja, sehr gerne. Absolut, absolut. Also, dafür sind wir ja hier, oder? Dass ich mit der Welt und meinen Zuschauern teile, werden so mit mir arbeitet und werden so im Frauenkreis ist. Und ich finde das auch, also ich mache das unter 2 Aspekten. Auf der einen Seite natürlich, dass die Frauen auch mal sehen, was sind denn das so für Frauen, die da mit der verrückten Ute arbeiten, gell? Mit diesem Frauenkreis. Und die andere Seite ist die, dass ich finde, wir Frauen sollten uns gegenseitig unterstützen. Deshalb gebe ich den Frauen hier einfach auch eine Möglichkeit, sich vorzustellen mit dem, was sie beruflich machen. Und dass auch ihre Botschaft, dass deine Botschaft auch in die Welt geht. Weil ich weiß, das ist eine wichtige Botschaft. Und ich weiß, du bist da auf einem super tollen Weg und auch auf einem einzigartigen Weg in deinem Metier, in deiner Branche. Und das ist wichtig, weil für viele hat die Schulmedizin ausgedient und das ist nicht mehr nur die Welt, oder, in der man sich bewegt. Und Marcella hat da Ansätze, tolle Ansätze, erfolgreiche Ansätze. Und ich finde, das muss die Welt wissen. Absolut. Ja, dann reden wir doch mal ein bisschen über das Thema Sexualität und Frausein und Weiblichkeit. Du warst ja bei mir im Frauenkreis dabei. Was bedeutet denn für dich so das Thema Weiblichkeit?
Ja, also ich komme natürlich, bin ja selbstständig, ich komme schon aus einer auch von mir persönlich sehr männlich agierenden Position heraus, wo es sehr viel auf Erfolg, auf Machen, auf Ziele erreichen, auf schnell Ziele erreichen, strategisches Denken ausgerichtet ist. Und ich hatte vor einem Jahr einfach das Gefühl, dass meine weibliche Seite zu kurz kommt, dass die nicht genügend Leben beansprucht und dass ich gerne da was ändern würde. Und es war eigentlich für mich ein total spontaner Entschluss. Ich habe dann da deine Webinareinladungen bekommen und habe zwei mitgemacht und habe gedacht, boah, gefällt mir eigentlich nicht so cool, was sie macht. Und dann habe ich dich angemeldet und habe gefragt, ja, ich habe ja schon, weil ich muss dazu sagen, ich habe schon sehr viel Eigenarbeit gemacht mit allen möglichen verschiedenen Dingen und habe gesagt, ist denn das überhaupt was für mich? Bringt mir denn das überhaupt was? Und dann haben wir, hast du mir spontan ein Skype-Gespräch angeboten, wir haben ein ganz nettes Skype-Gespräch geführt und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich jetzt mal. Ja, da kann ja eigentlich nichts kaputt gehen. Ich lasse mich jetzt einfach mal auf dieses Risiko ein und mache das. Und ich habe dann angefangen, mich mit den verschiedenen Facetten meiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen, habe festgestellt, dass ich eigentlich auch in meiner Familie, obwohl ich umgeben bin von optisch sehr weiblichen und gut aussehenden Frauen, eigentlich wenig weibliche Qualitäten wie nährende Qualitäten habe. Und habe gesagt, gut, also Weiblichkeit heißt für mich eigentlich, sich mit mir selbst, mit meiner Intuition zu verbinden, mehr in mir selber zu ruhen, mehr ins Empfangen zu gehen, was ich ganz schlecht konnte, was sich aber geändert hat. In dieses mehr geschehen lassen zu gehen, fließen lassen, nicht immer alles vorauszuplanen, ein bisschen die Kontrolle abgeben. Und habe auch über diesen Frauenkreis haben wir, setzen wir uns ja auch mit verschiedenen weiblichen Archetypen auseinander und habe dann halt auch geguckt, okay, welche Anteile von den weiblichen Archetypen möchte ich denn gerne in mein Leben integrieren, was möchte ich denn mehr leben? Und das ist eine ganz spannende Reise für mich. Was würdest du denn sagen? Was hat sich denn so in deinem Frausein verändert? Also kann definitiv jetzt sehr gut empfangen, kann mich sehr gut unterstützen lassen. Vorher hatte ich oft das Gefühl, ich muss alles alleine machen. Ich muss allen zeigen, dass ich die Beste, die Tollste bin und immer alles alleine kann. Das kann ich jetzt ganz gut verändern und das tut mir unheimlich gut, weil ich Platz geschaffen habe für anderes. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr hier in diesem ganzen Setting mit sehr viel Arbeit und Kind und diesen ganzen Verpflichtungen, die man hat, auch mal wirklich Zeit für mich zu geben, das auch abzudelegieren, Dinge an meinen Mann. Ich bin zum Beispiel bei einer Freundin im Herbst dann weggefahren, habe meinem Mann gesagt, so bist du dran, so, egal wie du es löst, löse es, ich bin weg von da bis da. Und das hat auch super alles funktioniert. Also ich nehme mir regelmäßig Auszeiten für mich. Ich kümmere mich einfach mehr auch um so sinnliche Aspekte wie Massagen. Das klingt jetzt alles ganz banal, ja, aber für mich war das ein ganz wichtiger Schritt. Regelmäßige Wellness, Unterstützung und mir hat ich habe jetzt zwischen drei Frauenkreise mitgemacht, mir hat das wahnsinnig gut gefallen, was für unterschiedliche Frauen da sind, mit unterschiedlichen Biografien. Ich finde, dass jede einzelne Frau, die ich in dem Frauenkreis getroffen habe, auf ihre Art total toll ist. Sie sind ganz, ganz verschieden, sowohl vom Alter als vom Werdegang. Manche sind schon Oma in meinem Alter, andere haben so wie ich noch relativ junge Kinder, manche haben keine Kinder, manche sind in Beziehung, ohne Beziehung. Aber irgendwie vereint alle Frauen, dass sie einfach sich erstens in einer sehr wertschätzenden Art und Weise untereinander vernetzen wollen, sich wechselseitig ohne Kritik und ohne Bewertung. Und auch das ist ja bei uns Frauen häufig ein Thema, dass wir gerne andere Frauen kritisieren und bewerten, miteinander verbinden wollen und sich unterstützen wollen. Und jede von denen macht was total Spannendes. Ich habe keine getroffen, die nichts Interessantes macht. Super, vielen Dank. Du hast mir ja auch mal erzählt, also du hast gerade gesagt, du hast gelernt zu empfangen, was vorher nicht so sehr der Fall war. Und ich weiß noch, du hast mir mal eine Nachricht geschickt, hast gesagt, Ute, du wirst nicht glauben, meine Umsätze gehen durch die Decke, das ist der Hammer, wie sich das alles verändert hat. Worauf würdest du das denn zurückführen? Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja, weiß ich. Also ich muss dazu sagen, ich habe immer wirklich gut verdient. Das war jetzt für mich nie ein Thema. Aber was ich ganz spannend fand, ist, ich habe mich weniger um meinen Job gekümmert und mehr um mich. Ich habe trotzdem mehr verdient. Okay, also das müssen wir kurz festhalten. Du hast dich weniger um deinen Job gekümmert, mehr um dich und du hast trotzdem mehr verdient. Ich habe trotzdem mehr verdient. Und das war ein Setting, das war vorher in meinem Mindset nicht enthalten, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja? Und das ist so etwas, was auch für mich ein Bonus aus diesem Frauenkreis ist. Ich habe einfach mehr Leichtigkeit. Ich habe mehr Freude. Ich habe mehr Lust in meinem Leben. Ich folge mehr mich selber. Ich bin jemand, der sehr stark im Kopf ist. Und ich habe es doch geschafft,
mehr aus diesem Kopf rauszugehen und mehr meinen eigenen Impulsen zu folgen, die auch in der Regel total richtig sind. Ja, und wo ich aber dann vorher manchmal abgewogen habe, gesagt, kannst du denn das so bringen, kannst du das so machen? Und ich habe keine Angst mehr, dass ich anecke. Also ich komme aus einem familiären Setting, wo es halt sehr wichtig ist, dass immer alles im Konsens erledigt wird, dass man möglichst nicht aneckt, dass man Kompromisse schließt und sich eben auch, ja, also emotional zurückhält, sagen wir es mal so, ja. Und das habe ich gelernt, das war nicht immer ganz einfach für meine Umgebung, mich da auch viel stärker zu öffnen und, wie du ja immer gesagt hast, mich einfach mal zuzumuten, so wie ich jetzt gerade mal bin, ja. Ganz genau. Ich glaube, das hat alles dazu beigetragen. Also mir hat es sehr viel Freiheit gegeben und ich habe ein paar gute Ideen gehabt, was ich machen kann. Und ich habe es auch geschafft, in der Praxis zu delegieren und über die Delegation auch mehr Umsatz zu generieren. Ja, einfach mehr empfangen, mehr loslassen, mehr empfangen und damit Platz machen, ja, dass Neues und mehr kommen kann. Genau. Super. Was würdest denn du sagen, also mit all dem, was du jetzt erzählt hast, auch dieses mit sich, ich mute mich zu, mit allem, was ist, mit dem, wie ich bin, mit meiner ganzen Power und was auch immer sonst noch da ist, Wut oder was auch immer. Wie haben sich denn deine Beziehungen verändert? Also du hast jetzt ja Kind, Mann, Eltern. Was würdest du sagen? Hat sich da was verändert? Ja, da hat sich überall total viel verändert. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist es so, dass alle meine Beziehungen sehr viel authentischer und klarer geworden sind. Es sind Beziehungen gefallen. Das ist der Preis, den man dann zahlen muss. Aber das sind... Wenn man nicht mehr zu allem Ja und Amen sagt. Genau, es sind einfach dann, sage ich mal, nicht tragfähige Beziehungen. Also da passt das Fundament einfach nicht. Das sind oberflächliche Beziehungen oder Beziehungen, die sich einfach ausgewachsen haben, die einfach aus irgendwelchen Gründen dann halt auch an einem Punkt sind, wo sie einfach vorbei sind, weil man nicht mehr miteinander in Resonanz geht. Aber die Beziehungen, die bestehen geblieben sind, sind wesentlich authentischer und klarer geworden, ehrlicher, offener, kommunikativer und zwar wirklich richtig kommunikativer, also kein oberflächliches Blabla, sondern echte Kommunikation. Und in allen Beziehungen habe ich festgestellt, dass es so ist, dass man sich wechselseitig einfach auch mal da lassen kann, wo man ist und dass es nicht immer einen Konsens geben muss. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Dir das meine oder jedem das seine, oder? Genau. Jedem das seine. Einfach ist auch mal sein lassen, genau. Lassen muss. Dass es gar nicht schlimm ist, wenn das so ist. Genau, dass das okay ist, das darf stehen bleiben. Man muss nicht immer einig sein. Jeder darf auch noch selber seine Meinung haben und es so stehen lassen. Ja. Wie hat sich denn die Beziehung zu deinen Eltern verändert? Die ist sehr viel klarer und authentischer geworden. Also die ist abgelöster geworden. Also ich würde sagen, ich war von meinem Standpunkt aus recht abgelöst, aber sie nicht so auf ihre Art und Weise. Und wir haben eigentlich alle, also wir waren jetzt an Weihnachten alle zusammen und wir haben eigentlich festgestellt, dass wir alle unheimlich davon profitiert haben und dass das sehr offen und authentisch geworden ist. Ganz tolle Gespräche mit meinen Eltern jetzt auch an Weihnachten geführt, die wir vielleicht vorher in der Form, in der Tiefe gar nicht hätten haben können. Also soweit ich weiß, auch echte Gespräche, ehrliche Gespräche, offene Gespräche, wirklich auch was vorher eher nicht so der Fall war. Ja, das erzeugt natürlich auch viel Nähe, oder? Das erzeugt deutlich, also ein ganz anderes Maß an Nähe, als vorher da war. Ja. Super. Und auch nochmal so eine Möglichkeit, ja, sich ganz anders auch nochmal kennenzulernen. Cool. Und ganz viel Frieden. Ja. Wenn man sonst vorher so hadert, dann auf einmal einfach Frieden machen kann. Ja, und da auch gar nicht mehr mit in Resonanz geht. Ja. Absolut. Ja, ich glaube, das ist ein großer Schlüssel in uns, dass wir in unsere Kraft kommen, oder? Dass wir Frieden machen mit diesen Elternteilen, mit dass auch alles an seinem richtigen Platz ist und dass, ja, dass dieser Frieden da reinkommt und dass wir sie auch stehen lassen können in dem Sinn, oder? Das sind, so sind sie und so bin ich und sie haben ihrs und ich habe meins. Das ist ja auch das, was ich in meiner Beziehung zu meinen Eltern erlebt habe. Von dem Moment, wo ich das einfach mal sein lassen konnte und nicht überall die Kontrolle zu haben oder Kontrolle auszuüben oder zu sagen oder zu denken, wie es sein sollte, laufen sollte. In dem Moment, wo ich einfach nur ich war und gesagt habe, okay, das ist ihrs und das ist meins und beides ist okay, in dem Moment entspannt sich total viel, ja. Absolut. Und bei mir ist auch ganz viel Dankbarkeit, auch zum Teil über die Elterngeschichten der anderen Teilnehmerinnen. Also wo ich auch sage, gut, da bin ich echt, da komme ich aus dem goldenen Setting. Da habe ich überhaupt keinen Grund, mich auch nur im Ansatz zu beschweren. Auch nochmal ganz viel Dankbarkeit und Wertschätzung gekommen. Ja, es rückt auch sehr viel in die Perspektive, gell? Wenn wir mal sehen, wo andere stehen und was andere für Themen haben und wo wir selber sind.
da ja, relativiert sich sehr viel manchmal. Absolut. Super, was würdest denn du sagen? Wie hat sich denn deine eigene Sexualität so entwickelt? Du mit dir, in deinem Frausein, in deiner Lust? Also ich würde einfach sagen, da bin ich überhaupt nicht am Ende. Da bin ich einfach auf einer Reise jetzt. Und ich kann das auch noch nicht so genau sagen, wo das hingeht. Das macht aber nichts, ja. Aber ich bin sehr viel offener geworden. Ich habe mich viel experimentierfreudiger geworden. Ich habe mich mehr getraut. Ich bin mehr bei mir. Ich weiß, was mir gut tut und was nicht. Und ich kann auch da, im Gegensatz zu vorher, meine Grenzen sehr viel besser setzen. Super. Ja, das ist definitiv so. Was würdest denn du sagen? Was ist so das Besondere am Frauenkreis? Also wie gesagt, erstmal der Austausch mit den anderen Frauen. Ich finde es schon einfach, es lohnt sich schon einfach wegen jeder einzelnen Frau, die da ist. Das Zweite sind die Themen, die da sind. Das sind wirklich tolle Themen, die bearbeitet werden. Mir persönlich hat das Schreiben in der Facebook-Gruppe sehr viel gebracht. Da gibt es dann also tägliche Hausaufgaben. Und diese Hausaufgaben haben mich eigentlich persönlich auf einer ganz tiefen Ebene weitergebracht. Vor allem die Kommentare, die du dann dazu geschrieben hast. Die Abende sind eigentlich Coaching- oder Psychotherapiesitzungen, würde ich sagen, auf einem relativ tiefgehenden Niveau. Also da wird schon auch viel aufgelöst. Ja. Und man kann das ja immer nur retrospektiv sagen, aber ich kann ja immer nur sagen, wie das jetzt ist im Vergleich zu dem Jahr, wo ich angefangen habe. Ich würde wirklich sagen, in dem Jahr hat sich wahnsinnig viel getan. Also ich kann es nur aus ganzem Herzen empfehlen. Allerdings unter der Prämisse, dass man es wirklich macht, dass man sich voll drauf einlässt. Also ein bisschen mitmachen, was ich immer schade fand, haben wir uns ja auch öfter darüber unterhalten. Es gibt ja manchmal Teilnehmerinnen, die machen so ein bisschen mit, die kommen mal und nicht und teilen auch nichts von sich mit und schreiben dann auch nichts über sich. Das ist schade, ja, weil dann hat man kriegt einfach nichts raus. Man kriegt am meisten daraus. Ja, absolut. Wenn man in dieser Interaktion bleibt, auch mit den anderen, die viel machen. Und deswegen würde ich sagen, ja, unbedingt mitmachen. Aber vorher mit sich auch ein Commitment eingehen, dass wenn man sagt, okay, ich mache damit, dann mache ich auch wirklich mit und dann bleibe ich auch dran. Ja, also von nur Dasein ändert sich nichts. Und ja, und auf deiner Seite, es hat immer alles seine Zeit. Jeder braucht auch so ein bisschen seine Zeit zum Warmlaufen und das ist auch okay. Aber definitiv von nur Dasein bewegt sich nichts, absolut. Nein. Und halt auch wissen, also das habe ich bei mir gesehen, es gibt dann auch natürlich immer mal Phasen, wo sich scheinbar gar nichts tut. Mhm. Ja, wo man scheinbar auf der Stelle Knall und dann passiert wieder irgendwas. Ja? Und dass man halt auch in den Phasen auch dabei bleibt und sagt, okay, das ist zwar gerade alles ein bisschen zäh, ja, und vielleicht rumpelt es dann auch zu Hause, wird alles ein bisschen ungemütlich, weil die Veränderungen auftreten und dass man dann aber bereit ist, das auszuhalten und da auch durchzugehen. Super. Was die Frauen auch immer noch interessiert, wo interessiert sind, mitzumachen oder an meiner Arbeit auch interessiert. Was würdest du denn so über die Oberhexe Ute sagen? Was hat es für dich ausgemacht, mit mir zu arbeiten? Jetzt hast du freie Wahl, Marcella. Also erstmal, es bringt ganz viel Spaß. Ja, es macht total viel Spaß, weil du ja jemand bist, der auch sehr witzig ist, sehr herzlich ist. Was ich toll finde, ist, dass du die Leute schon so siehst, wie sie sind und dass du die Themen auch sehr gut siehst und sie auf den Punkt bringst. Ja? Voraussetzung ist aber auch, dass man ehrlich ist, dass man sich zeigt. Also wenn man nur an der Oberfläche bleibt, dann kriegt man natürlich auch da wieder nicht das an Themen gespiegelt, was man hat. Aber wenn man bereit ist zu sagen, gut, also ich habe jetzt hier das und das Thema, es ist das und das passiert oder ich kämpfe gerade mit der Sache, dann kriegt man immer einen konstruktiven Rat. Du bist auch immer neben dem Frauenkreis auch so für einen da, wenn es ein Thema gibt. Aber es muss halt auch ein Thema da sein. Also nur Händchen halten ist nicht. Es ist ja so, oder? Ja. Ich fand es für mich oder finde es für mich total bereichernd. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Super, okay. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Perspektive als Frau, als erfolgreiche Ärztin, als Frau, ich sage jetzt auch mal mitten im Leben, was ist wichtig für Frauen heute? Was siehst du? Was ist es, worauf kommt es bei Frauen heute an? Also wir haben ja definitiv eine neue Zeitqualität, in die wir jetzt gerade gehen. Was ist deine Meinung da dazu? Also ich glaube, dass wir alle, also ich sage, ich rede jetzt mal von meiner Generation, sagen wir mal den Frauen zwischen zweiter Hälfte 30 und 60 jetzt einfach mal, um so ein ganz großes Fenster aufzumachen, dass wir alle noch in einer Art und Weise erzogen worden sind, dass wir die Probleme dieser Welt
auf unseren Schultern tragen. Da hatte ich ein ganz faszinierendes Erlebnis mit meiner Mutter, die an Weihnachten zu mir gesagt hat, also wenn die Frauen das nicht in der Familie regeln, dann klappt es nicht. Dann habe ich gesagt, nein, das sehe ich heute anders, aus meinen Erfahrungen heraus. So, das heißt, man hat das Setting zu Hause, für das man voll verantwortlich ist in der Regel. Also es wird erwartet, dass die Frau diese ganzen emotionalen Komponenten auffängt, die Sachen mit den Kindern macht. Dann hat man den Beruf, wo man wie ein Mann erfolgreich sein soll und in Anführungsstrichen auch seinen Mann stehen soll. Und man hat sich selber ja noch und soll auch selber noch guter Dinge sein bei der ganzen Sache. Und das ist meine Erfahrung, dass es in der Regel nicht so wahnsinnig gut klappt, weil irgendeines von diesen ganzen Punkten auf der Strecke bleibt. Das heißt, der erste Schritt ist, dass man sich mal zugestehen, dass man nicht perfekt sein muss, dass man lernt, Prioritäten zu setzen, dass man sagt, okay, ich selber bin wirklich gnadenlos, egal in welchem Setting ich jetzt drin bin, die wichtigste Person in meinem Leben, weil es kann den anderen um mich herum nur gut gehen, wenn es mir gut geht und ich mache mich zur obersten Priorität. Und das ist etwas, was wir alle ja gar nicht lernen. Ja. Wir sind ja eigentlich immer letzte Priorität. Und das ist auch für mich ein ganz großer Gewinn aus dieser Arbeit, dass ich das gelernt habe. Und dann sehr gut für sich selber sorgen, seine eigenen Bedürfnisse klar erkennen, aber auch die Verantwortung übernehmen. Nicht die Verantwortung auf die anderen schieben, sondern selbst die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich möchte gerne das und das und das. Oder ich bin jetzt in der Situation, was habe ich dazu beigetragen? Und dann Klarheit schaffen und aus dieser Klarheit heraus in einer empfänglichen Position agieren. Das wäre mein Rat. Super, okay. Noch ein Wort zum Abschluss? Ja, also wie gesagt, ich finde das eine ganz tolle, wertvolle Arbeit. Ich habe mir auch einiges für meine Praxis übernommen daraus. Ja, also das ist wirklich Inspiration und berate auch Frauen, die ich natürlich auch jeden Tag sehe, die in dem gleichen Dilemma drin sitzen. Das äußert sich dann halt an der Haut entsprechend. Und ich kann einfach nur sagen, also wenn jemand den Drive fühlt, dahin zu gehen, macht es, es lohnt sich. Vielen Dank, liebe Marcella. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, was du gerade gesagt hast, weil wir Frauen tun das nicht nur für uns selber, wir tun das auch für alle Frauen um uns herum, für alle Frauen, die nach uns kommen, für Töchter, für Nichten, für Enkel, Enkelinnen, alles, was kommt. Also ich finde, das ist auch ein Wahnsinnsaspekt, den ich also im Vorfeld gar nie gesehen hätte, oder wie sich auch die Arbeit, die wir hier tun, auf das ganze Umfeld auswirkt. Und es ist wirklich so, wie du sagst, oder? Wir haben das nicht gelernt. Wir haben das nicht gelernt. Ich auch nicht, oder? Ich bin katholisch, auf dem Land aufgewachsen, auf einer Landwirtschaft, hart arbeiten, nie über Sex geredet und. Ich habe das nicht gelernt, auch mich selber von den vorne anstellen, empfangen, mich zurücklehnen, oder? Haben wir nicht gelernt. Und ich denke, das ist die neue weibliche Qualität, die es braucht für die Zukunft, dass wir nicht mehr versuchen, der bessere Mann zu sein und nicht mehr versuchen, unseren Mann zu stehen, sondern dass wir Frau sind und dass wir in unserer Kraft sind und dass wir aus dieser Kraft heraus unser Leben meistern, unser Business meistern, ja, und einfach das Leben leben, dass wir ja, bestimmt sind zu leben. Also das glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo es jetzt wirklich für uns Frauen darum geht, das anzunehmen und auch herzugehen und zu sagen, okay, ich schaue mir meine Themen an und ich gehe da ran und ich löse das und ich gehe meinen Weg und auch wenn es mal rappelt, oder, dann rappelt es halt und dann geht es trotzdem weiter und es lohnt sich. Und ich glaube, das ist das, was die Welt im Moment braucht. Wirklich diese weibliche Führung, diese weibliche Kraft, dass wir Frauen auch wieder Frauen sind, weil dann können die Männer auch wieder Männer sein und dass die Wunden geheilt sind, weil ich sage immer, wenn Frieden in der Sexualität ist, ist Frieden auf der Welt, weil wenn ich schaue, was die Wunden sind in der Sexualität und wie die, ich sage jetzt mal, Weltführer so agieren, das sind alles verletzte Kinder und da wird es Zeit, das zu heilen und das wirklich auch zum Abschluss zu bringen, dass dann eine neue Qualität kommen kann. Ja. Okay, super. In diesem Sinne, das war's. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Marcella. Wie immer eine Freude mit dir. Wie sie schon gesagt hat, wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Das war's heute im Frauentag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss, Ute.